Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Ausblick-Video hier auf dem Seekrauts-Kanal bei YouTube. Wir wollen uns diesmal mit der Clan-Basis beschäftigen. Die ist ja schon längere Zeit unverändert. Mit Update 079 kam die aktuelle Version der Clan-Basis ins Spiel, also auch schon wieder anderthalb Jahre her. World of Warships hat sich verändert, es wurden andere Sachen eingeführt. Und nun wird auch wieder die Clan-Basis angepasst und die Schatzkammer bekommt so langsam aber sicher eine weitere Funktion dazu. Ihr seht hier ein Bild, wie die Schatzkammer aussehen kann, wenn sie voll ausgebaut ist, denke ich. Und die bekommt jetzt folgende Funktion. Also ihr habt die Schatzkammer ja in der Regel bereits hinzugefügt. Die war ja damals, glaube ich, kostenlos, wenn ich mich recht entsinne. Und wenn ihr sie einfach so hinzufügt, dann bekommt ihr die Möglichkeit zur Verteilung von Ressourcen. Mehr ist das nicht. Es geht hier nur um die erste Linie. Ja? Wenn ihr dann die Stufe 2 freigeschaltet habt, dazu müsst ihr eine gewisse Menge an Öl als Clan generell verdient haben. In diese Menge zählt alles, was ihr in die Gebäude bereits investiert habt, plus das, was hier oben rechts als Clan-Ressource angezeigt wird. Ja? Also wenn ihr jetzt so wie bei Seacrowd zum Beispiel, haben wir alle Gebäude ausgebaut bis auf das Forschungszentrum und wir haben 17.900 Öl knapp übrig. Das heißt, wir haben 650.000 Öl als Clan gesamt verdient. Das heißt, wir sind hier über die Stufe 2 und damit schalten wir quasi einen weiteren Slot frei, den wir dann bebauen können. Dafür müssen wir wieder 5.000 Öl ausgeben, einmalig. Und dann wird jeder Spieler im Clan einen Container mehr Ressourcen mit der Wahrscheinlichkeit, einen Supercontainer zu bekommen, freigeschaltet. Ne? Das kann man einmal dann in 30 Tagen aktivieren und kostet nochmal 5.450 Öl. Also einmal, man muss eine Schwelle überschritten haben, um die Stufe 2 freizuschalten. Dann muss man diesen Slot bauen, in Anführungsstrichen, also die Basis auf Stufe 2 erweitern für 5.000. Ja, das ist relativ überschaubarer Preis, wie ich finde. Und dann kann man einmal in 30 Tagen nochmal 5.400 Öl investieren, um den Spielern, die im Clan sind, eben die Möglichkeit zu geben, mit dem zusätzlichen Container auch einen Supercontainer zu bekommen. Wer die Drop-Chance ist, wird wahrscheinlich sehr gering sein, wie wir das schon kennen. Solltet ihr dann irgendwann mal diese Linie von 1 Million verdienten Öl im gesamten Spiel sozusagen überschritten haben, dann wird euch die Möglichkeit gegeben, für 10.000 weitere Ölpunkte, also die dritte Stufe der Schatzkammer, auszubauen. Und dann erhält jeder Spieler 5 zufällige oder glückliche Container oder wie auch immer man das sagen möchte, mit der Wahrscheinlichkeit, einen Supercontainer drin zu haben. Diese Sache kann einmal in 60 Tagen aktiviert werden und kostet dann 27.250 Öl. Und so geht das eigentlich immer weiter. 1,5 Millionen, 20.000 sind die Baukosten für die vierte Stufe der Schatzkammer. Dann bekommt jeder Spieler im Clan einen Supercontainer garantiert. Das kann man einmal im halben Jahr aktivieren und kostet 75.000 Öl. Und dann gibt es hier die fünfte Stufe, 2 Millionen Öl, 50.000. Und dann kann man, wenn man diese Sache einmal klickt, dann kann man quasi alles, was man davor hatte, doppelt aktivieren. Ja, also dann kann man hier das hier zweimal in 30 Tagen machen, das hier zweimal in 60 Tagen und das hier zweimal in 180 Tagen. Ist jetzt erstmal, hört sich erstmal dramatisch an, oder was heißt dramatisch? Für den einen oder anderen Clan ist jetzt sicherlich so, oh ja, cool, können wir endlich sinnvoll Öl ausgeben. Wir haben unsere Basis sowieso schon lange ausgebaut. Gerade für größere Clans dürfte das relativ locker zu machen sein. Und jetzt gibt es für das Öl eben eine vernünftige Verwendung. Ihr habt jetzt das erste Mal eigentlich die Möglichkeit, regelmäßig Öl zu verbrauchen. Und alle Clan-Mitglieder können dadurch einen Boni erhalten. Also in Form von Supercontainer oder halt mehr Ressourcencontainer oder sowas in der Art. Ne? Ich persönlich finde diese Änderung ziemlich cool. Ist natürlich auch wieder ein Ticken mehr Workload für die Offiziere und für die Clanführung im Allgemeinen, weil man in dem Moment halt auch immer abstimmen muss, was wollen wir jetzt eigentlich machen und wie regelmäßig wollen wir das machen oder wollen wir jedes Mal abstimmen lassen. Ja, so eine ganzen Geschichten. Bei uns ist das nicht ganz so hierarchisch, deswegen werden bei uns die Mitglieder in der Regel gut mit eingebunden und können halt ihre Meinung sagen. Aber das ist halt jetzt Clan-interner. Und in dem Sinne, ich werde jetzt erstmal weiterspringen, weil es gibt nämlich noch weitere Änderungen in der Clan-Basis. Ja? Wir haben hier ein neues Gebäude. Forschungsinstitut, so würde es heißen. Jetzt kann man das natürlich leicht verwechseln mit Forschungszentrum. Darum passiert jetzt Folgendes. Also das Forschungszentrum wird umbenannt in Marineinstitut. Und das hier ist jetzt das Forschungsinstitut. Ja? Und das Forschungsinstitut wird euch einen Bonus auf
die Forschungspunkte geben, die ihr bekommt, wenn ihr die Bäume resettet. Ja? Also Stufe 0 gibt 0% Bonus, Stufe 1 gibt 1% auf die gesamten Forschungspunkte, kostet aber 90.000 Öl im Ausbau. Stufe 2 gibt 3% Bonus auf die Forschungspunkte und kostet 140.000. Und Stufe 3 bringt 5% Bonus und kostet 120.000 im Ausbau. Also ist eine ordentliche Sache. 360.000, also 450.000 Ölpunkte müsst ihr investieren, damit eben dieses Forschungsinstitut ja demnächst dann maximiert ist. Und jetzt kommt noch was bei der ganzen Basis da dazu, was ich persönlich für ziemlich genial halte, nämlich diese Variante hier. Der ganze Hafen wird einen Ticken lebendiger. Da kann man sicherlich noch ein bisschen mehr machen, aber man muss ja auch immer beachten, dass bei dem einen oder anderen der PC nicht ganz so stark ist, das ist auch ganz normal, oder die Leitung auch nicht ganz so groß und so weiter. Also hat man sich jetzt hier auf jeden Fall mal Folgendes gedacht. Ja, der Hafen ist ja jetzt relativ leer, muss man sagen. Da passiert nicht viel. In Zukunft wird sich das ändern. Und zwar wird World of Warships anhand der Aktivität der Zufallsgefechte, Koop-Gefechte, ich glaube auch gewertete Gefechte waren da dabei, jetzt muss ich gerade ganz gucken, Koop, genau, gewertete Gefechte und, also aus dem vorherigen Monat, und die Anzahl der gewerteten, beziehungsweise der Clan War Battles der letzten Saison spielen eine Rolle, wie viel Schiffe und welche Größe an Schiffen hier sozusagen vorhanden sein wird. Ja, umso erfolgreicher, umso mehr Kämpfe ihr fahrt, ja, desto mehr Schiffe und umso größere Schiffe werden hier im Hafen liegen. So interpretiere ich zumindest die Nachricht, die wir hier von World of Warships im Devblog zu lesen bekommen haben. Ich persönlich begrüße die Änderungen in der Marinebasis ganz klar. Ja, wie gesagt, ist schon anderthalb Jahre her. Es hat sich einiges getan, jetzt zum Beispiel auch mit den Forschungspunkten, die halt eingeführt wurden. Also eine Sache, und das wird jetzt endlich wieder ein bisschen berücksichtigt, und man bekommt jetzt endlich ein Ziel, wenn man Öl verdient, dass man davon auch was hat, und zwar jeder einzelne Kapitän in eurem Clan, ja, bekommt eine extra Motivation. Ich sag mal, ein Supercontainer ist ja halt schon was Cooles, auch wenn man das nur einmal in 180 Tagen bekommen kann, ja, aber da kann halt schon einiges drin sein, ja, und ja, ich sage jetzt einfach mal, well done, ist erstmal gut zu lesen. Bin gespannt, was da passiert. Diese ganze Geschichte soll wohl mit Update 097 ins Spiel kommen. Das ist das, was ich hier raus interpretiere. Also, es ist jetzt gerade in den Supertest gegangen und könnte dann mit Update 097 ins Spiel integriert werden. Ja, also ich will mir jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich freue mich drauf. Von daher sage ich jetzt einfach vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, weiterempfehlen. Dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem YouTube-Kanal. Bis dahin, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.